Herzlich willkommen bei Ihrem Lokalfernsehen TV Mürz. Ich begrüße Sie diesmal nicht aus Mürz-Zuschlag, sondern aus Spital am Semmering. Und zu Gast sind wir beim Gasthof Polarus. Der Gasthof Polarus liegt direkt an der Bundesstraße in Spital am Semmering und wird von der Familie Grazer geführt. Noch bis 25. Februar stehen die Snow and Beef Genusswochen auf der Speisekarte. Im Rahmen dieser Aktion wird Qualitätsfleisch mit dem Amer Gütesiegel serviert. Im Gasthof Polarus zum Beispiel Rindsroulade mit Nudeln. Folgende weitere Gastronomiebetriebe der Skiregion Stoleck machen bei Snow and Beef mit: Doms Hütte Familie Buschter, der Kärntnerhof Familie Schlitzer, das Schnitzelhaus Familie Horvath, der Alpengasthof Eichtbauer Familie Lentsch, der Berggasthof Friedrich Hütte Familie Filzwieser, das Panoramarestaurant WL Familie Schiratoni und das Seewirtshaus Familie Ries am Semmering Hirschenkogel. In jedem Betrieb gibt es ein spezielles kulinarisches Angebot. Die Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Tourismus soll dadurch gefördert werden. Snow and Beef am Berg oder im Tal mit dem Slogan Genuss am Teller, Power für die Piste. In unserem ersten Beitrag geht es um das Erben. Ein Thema, das immer aktuell ist, besonders wenn es Änderungen im Erbrecht gibt. Ich habe daher mit dem Zuschlager Notar Dr. Dieter Kinzer darüber gesprochen. Herr Dr. Kinzer, in den letzten Jahren hat es immer wieder gesetzliche Änderungen gegeben. Wie schaut es nun im Jahr 2017 aus? Diesmal 2017 hat uns der Steuergesetzgeber mit keinen Überraschungen konfrontiert, sondern das Erbrechtsänderungsgesetz 2015 schon beschlossen, ist mit 01.01.2017 in Kraft getreten. Und hier sind eine Menge von Änderungen vorgesehen. Es ist das die größte Änderung eigentlich des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches und vor allem im Erbrecht sind gravierende Änderungen vorgenommen worden. Und man muss jetzt auch sagen, man muss aufpassen, weil es wird auch auf bestehende Verträge, letztwürdige Verfügungen unter Umständen eingegriffen. Es gibt immer wieder Fragen zu den Begriffen wie gesetzliche Erbfolge, Pflichtteil, Testament. Inwieweit haben sich hier Änderungen ergeben? Wenn wir diese Begriffe Testament, gesetzliches Erbrecht, Pflichtersrecht aufnehmen, es hat Verbesserungen gegeben für den Ehegatten im gesetzlichen Erbrecht. Es ist der Lebenspartner zum ersten Mal erwähnt, also es hat Verbesserungen für den Lebenspartner gegeben. Es hat im Testamentsrecht hat es gravierende Änderungen gegeben. Man denke an den, es hat einen Testamentsfälscher-Skandal sogar bei Gericht gegeben. Also da hat der Gesetzgeber reagiert auf diese Dinge. Es gibt jetzt das Pflegevermächtnis, alles Dinge, die teilweise neu sind. Also hier hat es wirklich sehr starke Änderungen gegeben. Können Sie uns nun ein Beispiel für eine Besserstellung des Ehegatten geben? Beim Ehegatten ist es so, also wenn Kinder vorhanden sind, hat es keine Änderung gegeben. Wenn Kinder vorhanden sind, nach der gesetzlichen Erbfolge, 2/3 bekommen die Kinder, 1/3 bekommt der Ehegatte. Wenn allerdings keine Kinder vorhanden sind, und das ist bei den heutigen Familiensituationen sehr oft der Fall, 2/3 der Ehegatte, 1/3 die Eltern. Und wenn jetzt ein Elternteil bereits vorverstorben wäre, dann war früher, sind die Geschwister auf einmal zum Zuge gekommen und das ist jetzt weggefallen. Also wenn ein Elternteil vorhanden ist, dann bekommt er zwar einen Anteil, aber alles andere geht dann auf den Ehegatten über. Es hat auch im Pflichtteilsrecht für den Ehegatten Vorteile gegeben, weil früher haben auch die Eltern einen Pflichtteil gehabt und das ist jetzt vollkommen weg, also wieder der gedachte Fall. Es gibt keine Kinder und es hat ein Testament zwischen den Ehegatten gegeben, dann hätten die Eltern noch einen Pflichtteil gehabt und das ist jetzt ab 01.01.2017 nicht mehr der Fall und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil für den überlebenden Ehegatten. Bedeutung hat jetzt auch die Stellung des Lebensgefährten. Welche Neuerungen gibt es dabei? Der Lebensgefährte war bis jetzt höchstens im Mietrecht mit einem Satz erwähnt und auch hier hat jetzt der Gesetzgeber die Erfordernisse der Zeit erkannt. Patchwork-Familien, diese Fluktuation im Bereich des Familienlebens. Erstmals, der Lebensgefährte hat ein gesetzliches Erbrecht, allerdings erst dann, bevor der Staat erben würde, also es gibt keine gesetzlichen Erben mehr, dann würde der Lebensgefährte zum Zug kommen. Eine weitere Besserstellung für den Lebensgefährten hat es gegeben, wenn jetzt die Partner gemeinschaftlich eine längere Zeit zusammen gewohnt haben, dann kann auch der Lebenspartner bei Ableben des einen Partners weiterhin in der Wohnung leben, allerdings nur ein Jahr. Also man sieht, hier sind Besserstellungen, allerdings
empfiehlt sich es trotz allem zur Absicherung des Lebenspartners eine letztwillige Verfügung zu errichten. Eine besondere Bedeutung hat das Testament. Wie muss es abgefasst sein? Kann es handschriftlich geschrieben sein? Muss es Zeugen geben, die anwesend sind? Wie schaut es mit diesem Testament wirklich aus? Bei den letztwilligen Verfügungen unterscheiden wir mal die Verfügung, die ich selber schreibe, also eigenhändig und eigenhändig unterschreibe. Da hat sich überhaupt nichts geändert. Also ich kann auf jedem Papier kann ich meine letzten Willen schreiben. Es ist nur wichtig, die Verfügung eigenhändig geschrieben, eigenhändige Unterschrift und zur Vorsicht auch das Datum noch. Bei der fremdhändigen letztwilligen Verfügung, das ist durchaus bei komplexeren Anordnungen gang und gäbe, muss man aufpassen, hier hat es früher gereicht, dass eben der Text geschrieben wurde, der Testator hat unterschrieben und dann haben die Zeugen mit unterschrieben. Und jetzt hat der Gesetzgeber eingeführt, ich muss noch einmal einen eigenhändigen Zusatz, der lautet, das ist mein wahrer letzter Wille, so soll es sein, oder also einen gewissen Ausdruck der Bekräftigung des letzten Willens muss dann noch dazugeschrieben werden, ebenso die eigenhändige Unterschrift. Und die drei Zeugen müssen gewisse Eigenschaften haben, müssen fremd sein und sie müssen auch jetzt mit unter Hinweis auf Geburtsdatum und auf den Namen müssen sie und mit Hinweis auf ihre Testamentszeugeneigenschaften müssen sie unterschreiben. Und hier hat der Gesetzgeber sehr, sehr strikte Grenzen und Schranken eingezogen, damit eben eine, sage ich mal, Fälschung eines Testamentes sehr unwahrscheinlich werden kann. Ganz neu ist der Begriff Pflegevermächtnis. In welcher Form werden die pflegenden Angehörigen nun einbezogen? Hier nimmt der Gesetzgeber Bezug auf die, auch wieder auf die Änderung in der Familiensituation. Unsere Bürger werden immer älter, aber es passiert halt immer wieder, dass man auch Pflege bedarf. Und hier war oft der Streitpunkt, bekommt jetzt derjenige, der eine Pflege vornimmt, bekommt er etwas, bekommt er es nicht. Ein naher Angehöriger, der jemanden mit gewissen Wochenstunden pflegt, hat Anspruch für die letzten 3 Jahre auf eine angemessene Entlohnung. Der Gesetzgeber sagt jetzt nicht genau, welche Höhe das ist, angemessen. Es ist dann von Einzelfall zu entscheiden. Wir haben natürlich noch keine solche Entscheidungen, solche Fälle. Also hier wird es sicher spannend und hoffentlich kein Konfliktpotenzial für die Erben. Wie kann da die Beweisführung gelingen? Welche Empfehlungen gibt es, um das zu dokumentieren? Als Beweisführung ist es immer gut, natürlich, wenn ich Aufzeichnungen führe, vielleicht Bestätigungen desjenigen, der auch gepflegt wurde. Also alles, wo ich diese Leistungen dokumentiere, kann dann für eine Verbesserung des Anspruches hergenommen werden. Es gibt immer wieder finanzielle Probleme bei Firmenübertragungen. Oder dann, wenn jemand eine Wohnung erbt, der müsste dann gleich den Pflichtteil ausbezahlen. Gibt es hier Erleichterungen? Diese Frage, das ist völlig richtig. Das hat früher oft zu, sage ich einmal, Härtefällen geführt. Nämlich der Pflichtteil war mehr oder weniger sofortfällig. Ich habe dann vielleicht Vereinbarungen mit den Erben treffen können oder mit den Pflichtteilsberechtigten eine Stundung. Nunmehr sieht der Gesetzgeber vor, dass ich eine Verzinsung, eine Stundung vorsehen kann. Ich kann das bis auf 5 Jahre, kann ich jetzt den Pflichtteil stunden, kann das in Raten zahlen, aber Achtung, es sind derzeit 4% oder es sind 4% gesetzlich Zinsen vorgesehen und bei der jetzigen Zinsensituation ist es vielleicht doch vernünftiger, dass man ein Darlehen, einen Kredit aufnimmt und dann sofort den Pflichtteil bezahlt, als diese gesetzliche Regelung in Anspruch nimmt und man hat einen sehr hohen Zinssatz mit 4%, der derzeit nirgends zu erreichen ist. Herr Dr. Kinzer, wo kann man diese Ausführungen, die Sie uns heute gegeben haben, nachlesen? Gibt es weitere Informationen für unsere Zuseherinnen und Zuseher? Nachlesen können Sie wahrscheinlich in sehr vielen Medien. Sie können bei jedem Notar natürlich eine Nachfrage, Ihr eigenes Testament, das Sie bereits haben, anschauen lassen, Stichwort Testaments. Check. An und für sich gibt es auch, wir haben die sogenannten Notar-News. Da ist es sehr komprimiert und sehr gut verständlich zusammengefasst, was wir heute besprochen haben. Herr Dr. Kinzer, danke für das informative und interessante Gespräch. Laos, im Land des wahren Reichtums. 3 Jahre lang hat der Filmemacher und Fotograf Robin Höfer zu Fuß, per Fahrrad, Boot und Motorrad eine der wildesten Gegenden der Erde erforscht und dabei verblüffende Geheimnisse aufgedeckt. Laos ist eines der ärmsten und gleichzeitig reichsten Länder der Welt.
Wie dieser Widerspruch zu verstehen ist, wird mit fesselnden Geschichten sowie höchst spektakulären Aufnahmen und tiefgreifenden Schicksalen und Ereignissen in der Show am 1. Februar im VAZ Krieglach und am 2. Februar im kleinen Stadtsaal mit Zuschlag jeweils um 19 Uhr gezeigt. Vom 21. Jänner bis 25. Februar dreht sich in der Urlaubsregion Spital am Semmering kulinarisch alles um das Beste vom Rind. Unter dem Titel Snow and Beef gab es im Panorama-Restaurant W11 am Stuleck die Auftaktveranstaltung mit einem Grillweltmeister. Bei wolkenlosem Himmel wurden beim Panorama-Restaurant W11 am Stuleck an diesem Tag den Wintersportgästen nicht nur ein Skitag vom Feinsten, sondern auch beste Gerichte vom österreichischen Rindfleisch, ausgezeichnet mit dem AMA Gütesiegel, geboten. Beste Qualität mit regionaler Herkunft stand dabei im Mittelpunkt der Speisekarten und auf den Grillrosten. Snow and Beef als Kulinarik-Initiative in Berg und Tal ist uns besonders wichtig als Veranstalter. Wir von der ARG Rind. Die ARG Rind ist ein Zusammenschluss aus ca. 30.000 Rinderbauern bundesweit, sowohl hier in der Steiermark als auch natürlich Niederösterreich bis hin nach Tirol, Salzburg und auch Kärnten, die alle hochqualitativ produzieren. Und diese produzierte Qualität versuchen wir natürlich den Konsumenten auch durch Initiativen schmackhaft zu machen, damit man sich auch überzeugen kann von der Qualität. Deswegen Snow and Beef, direkt an der Piste, direkt den Einfluss in die Gastronomie, weil ja auch die Gastronomiebetriebe, und das ist ganz, ganz wichtig, diese Qualität einkaufen sollen, eben auf heimisches, österreichisches Qualitätsfleisch schauen mit dem AMA Gütesiegel, denn es ist nicht so leicht in der Gastronomie als Konsument oder als Gast zu wissen, was man denn auf dem Teller serviert bekommt. Ja. Mit Snow and Beef haben die beliebtesten Wintersportarten des Landes zueinander gefunden, Skifahren und Wintergrillen. Ziel dieser Rindfleischwochen im Schnee ist es, Gästen und Einheimischen beste Produktqualität, landestypische Gerichte und die Faszination der Berge in insgesamt 5 Urlaubsregionen näher zu bringen. Am Stuleck, hier findet der Start zu diesen Events, die ja durch ganz Österreich dann gemacht werden, statt. Und uns freut es ganz besonders, dass sehr, sehr viele heimische Betriebe bei diesem Event mitmachen, dass wir diese Gerichte, die heute hier verkostet werden am Start, dann in unseren Betrieben, in Spital am Semmering und am Stuleck auf den Hütten, dann auch genossen werden können. Für beste Wetterbedingungen hatte an diesem Tag Petrus gesorgt und für den besten Gaumengenuss war kein geringerer als Doppelgrill-Weltmeister Adi Matzek am Stuleck. Ich darf das da zubereiten, die Skifahrer sind begeistert von diesen Schmankerl, den wir da haben und wir haben uns da wirklich was überlegt, wir haben da jetzt Sachen, ein bisschen Mitknochen, Beinfleisch aus dem Smoker, das kommt extrem gut an und die Skifahrer brauchen da ja auch, dass die Pisten bezwingen eine Kraft und mit heimischem Rindfleisch haben wir da natürlich beste Voraussetzungen. Natürlich gibt es auch Steaks und da haben wir natürlich auch was vorrätig, das Hüferl haben wir dabei oder auch vom Schulterscherzl einmal ein herzhaftes Steak herausgeschnitten. Also mal Alternative zu Lungenbraten und Edelteile. Bestes Qualitätsfleisch gab es an diesem Tag nicht nur auf der Terrasse des W11, sondern auch im Restaurant. Ich habe heute vom Snow and Beef mich bedient über die AMAG-Gütesiegel. Sprich, heute habe ich ein Gab, beziehungsweise ein Rib unter Niedertemperatur gegart. Das heißt, ich habe es gestern Nachmittag um 16 Uhr reingegeben und heute Morgen um 8 Uhr rausgegeben mit einer Niedertemperatur von 60 Grad. Das heißt, es geht auf der Zunge. Und mittlerweile ist es so, dass dann der Adi Matzek draußen, unser Doppelgrillmeister, hat es dann 2-3 Stunden gesmokt und wir schneiden das ganz, ganz dünn runter. Und jetzt haben wir den Smoke-Geschmack, das Geräusch hat er, man sieht die Farbe,
gern zum Kosten, wenn Sie wollen. Was heißt, es geht eigentlich auf der Zunge. Bei diesem Front-End-Grilling im Schnee gab es nicht nur delikate Rindfleisch-Spezialitäten zu verkosten, sondern auch einiges für die eigene Grillkarriere zu lernen. Du lässt dich einfach anbraten, füllst die Karten aus, schickst die zum AMA Grillclub oder gehst direkt online auf www.amagrillclub.at und du hast Zugang zu einem Portal an Fülle und Reichweite und das Grillen wird dich nimmer mehr auslassen. Gerrit, das war toll, was du mir erklärt hast. Ja. Aber ich bin schon, muss das ehrlich sagen, jahrelang Mitglied vom Grillclub und krieg schon seit langer Zeit diese Zeitung kostenlos zugeschickt. Ja, Hans, das ist ja ganz perfekt. Du bist der Gauner, das hättest man ja schon vorher sagen können. Da trifft der alte Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr wohl nicht so. Snow and Beef, ein wahrer Genuss. Skifahren und Wintergrillen am Stuhleck. Wintergrillen der besonderen Art war das. Endlich ist er da, der Winter, mit Schnee und tiefen Temperaturen. Was die Spitalerinnen und Spitaler dazu sagen, hören und sehen Sie in der folgenden Umfrage. Heuer haben wir einen super Winter, auch von der Temperatur her, einmal ein richtiger Winter, weil voriges Jahr war eigentlich kein Schnee und fast gar nichts. Und jetzt ist ein Tag schöner wie der andere. Und der Traum Winter, wie man sich einen Winter richtig vorstellt. Ja, mir gefällt der Winter, weil das ist so, wie er immer war und so, wie er Winter richtig gehört. Und mir gefällt es, man kann Skifahren, Langlaufen und einige Aktivitäten machen. Wir haben früher schon Winter gehabt, wo wir keinen Schnee gehabt haben. Und jetzt haben wir halt wieder noch ein paar Jahre, Gott sei Dank, wieder mal einen Winter. So wie es sich gehört. Na, ich finde ihn traumhaft. Ich hab gern. Es ist der Winter, es ist der Schnee, es ist die Sonne. Was will man mehr? Ich kann momentan nicht Skifahren, weil ich bin voriges Jahr beim Meniskus operiert worden. Leider, jetzt muss ich halt noch ein Jahr warten. Ich hoffe, dass nächstes Jahr dann wieder geht, im guten Sinn beim Skifahren. Das ist traurig genug, aber wäre halt natürlich ideal, jetzt auf der Piste zum Fahren, weil jeden Tag einen Tag schöner wie der andere ist. Ne? Ich bin begeistert, weil wir haben selber einen Betrieb mit Urlaub am Bauernhof, mit Fremdenzimmer und die sind höchst begeistert mit den schönen Pistenverhältnissen und mit den schönen Winter. Ich bin froh, dass es einmal so kalt ist und dass wir jetzt minus 6 Grad haben, ist auch wurscht. Es muss jetzt sein und nicht im Juni. Super, für alle Leute schön, nicht? Winter ist Winter. Was machen Sie, wenn es so ein schöner Winter ist? Na ja, Eisstock schießen, ein bisschen beim Wirten sitzen, nicht Leute schwerfieren, bei den Skifahrern, bei den Skihasel. Ein bisschen Skifahren, ein bisschen langlaufen und viel spazieren gehen. Skifahren, Bobfahren, geht alles. Die Temperaturen, die Tiefen, die machen Ihnen nichts? Wir haben es vorher mehr gehatzt. Dementsprechend zieht man sich an und da heizt man sich ein. Die haben früher bei 30 Grad und über 33 Grad als Forstarbeit arbeiten müssen. Das ist alles gegangen, das war problemlos. Ist schon zu kalt gewesen, ja, aber jetzt im Laufe des Tages steigt immer die Temperatur, das ist ja schön. Ich meine, es ist ja schön, aber es ist etwas zu kalt oder zu lange zu kalt, würde ich sagen. Ich bin sehr gern Ski gefahren, aber ich war voriges Jahr 76 Jahre und jetzt fahre ich nicht mehr. Ja, mir taugt es eigentlich, muss ich sagen. Es ist oben liegt Schnee und unten geht es. Es ist ziemlich günstig zum Gehen, spazieren gehen und so. Es war halt nicht sehr viel Schnee, muss ich sagen, zum Schneeschaufeln. Und so passt es, mir passt die Temperatur auch. Meine, es ist schön, wenn die Kinder zu Weihnachten oder in die Ferien einen Schnee haben, aber dann ist es genug, würde ich sagen. Ja, die Meinungen der Spitalerinnen und Spitaler zum Winter sind also überwiegend positiv. Das war's schon für diese Woche. Im Namen des gesamten Teams von TV Mürz sage ich danke fürs Zuschauen. Übrigens, nicht vergessen, bis 25. Februar läuft noch die Aktion Snow and Beef in Spital am Semmering. Und ich esse jetzt mein Beef im Snow.